hier Werbung für deinen Spax-Hoodie machen? Ich finde das geil. Da gibt doch Badelatschen von. Ja? Ja, ja. Cool. Hier, ich habe nichts, das steht hinten drauf. Gut, geht los? Ja. Ich würde sagen, wa? Ja, herzlich willkommen bei Felgenrenninger. Wir sind heute bei Matze in der Halle. Eingeladen. Weil, es haben ja einige öfters mal drunter geschrieben, auch wenn Matze mir das nicht glaubt. Ihr wollt ein Update haben von Matze seinem Golf 2. Genau. Ich und Chris haben Matze dann jetzt so wochenlang penetriert so ein bisschen. Genau. Ja. Gebauchpinselt habt ihr mich ein bisschen. Genau, da er endlich seinen Arsch hochkriegt, dass wir ein Update zeigen können. Genau. Gestern hast du auch noch die zwei Räder zusammengeschraubt, die wir auch mal angesteckt haben, damit wir da das mal ein stimmt. bisschen... Damit wir ein bisschen was zeigen können. Wobei es jetzt eigentlich schon zwei Varianten von den Rädern gibt, ne? Ja, das stimmt. Der Satz, der da jetzt drauf ist, ist ja noch meiner. Mhm. Und du baust dir fast den gleichen. Ähnlich, ja, genau. Den gleichen. Ja. Das Außenbett könnte minimal... Doch, das sieht schon einiges anders aus. Ist ja negativ. Ja, ist ja da auch so ein bisschen. Ja. Aber das andere ist, glaube ich, krasser, ne? Ja. Das andere ist ein 1 Zoll und das ist, glaube ich, ein 1/8. Genau. So ist das. 1/8? 1/8. Ja. Oha. Ja, also ist ein bisschen... Aber sonst machst du auch mit Brushen? Wird klar, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, wir machen was anderes. Wir probieren mal was anderes aus. Aber wir können uns das gleich mal... Wir gucken gleich mal. Wir dürfen nicht so viel erzählen. Du hast den Motorraum, haben wir es im letzten Video schon gezeigt? War der Motorraum da schon auslackiert? Der war auslackiert, ja genau. Da haben wir ihn gerade von Christian geholt gehabt. Mhm. Und jetzt ist er ja auslackiert und es hängt auch der Motor drin. Jetzt hängt beim letzten Mal stand er nämlich noch auf dem Motorständer genau. daneben. Genau, genau. Willst du mal draufhalten? Nö. Chris? Ja. Also ich finde das Konzept richtig krass. Gefällt mir wirklich sehr, 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 sehr gut. Es ist ja noch zum Teil auch noch dein Konzept. Teilweise. Nur in ordentlich umgesetzt. Ja, genau. Nicht, es muss nur fahren, sondern es darf wirklich auch schön aussehen. Mein Plan damals bei dem Auto war ja wirklich, ich wollte, dass das Auto Sound hat und dass er fährt. Weil ich wirklich endlich mal ein Auto haben wollte, was fährt und nicht wieder eins von 30, die auseinander... 30 ist übertrieben, aber eins, was auseinandergebaut ist. Weil aktuell fährt gar kein Auto von mir. Das sind zwei. Die A3 Limo fährt. Ja, die hast du ja erst das seit auch einem nur, Monat in deinem Herzen. Da ist auch erst nur ein Fahrwerk drin und Felgen. Und die G-Klasse fährt. Genau. Alle anderen Autos fahren nicht. Der 124er fährt auch noch nicht. Wobei ich jetzt ein Video gekriegt habe, wir haben ja den Mengenverteiler Mengenteiler eingeschickt. Und der läuft jetzt wieder. Der wurde komplett regeneriert. Das ist jetzt schon mal gut. Da habe ich die Zahl gesehen, das war so wie Schwert in die Brust, aber okay. Jetzt muss er nur noch TÜV kriegen. Ja. Und deswegen hoffe ich ja. Wann war die XRS nochmal? Jetzt nächstes Wochenende. Das heißt, ihr seht ja das Video am Sonntag und das Wochenende drauf ist die XS. Und eigentlich wollten wir mit dem 124er zur XS fahren. Der sollte auch am letzten Freitag TÜV kriegen. Aber ich habe noch keine Info. Also der 1er fährt, habe ich gesehen. Der 1er? Ja. Ja, der ist ja, hatten wir in dem anderen Video schon gezeigt. Da ist jetzt ein Fahrwerk drin. Genau, okay. Der Fahrwerk war da schon immer drin. Nee, also Luft raus, Gewinde rein. Ja. Genau. Ja, aber im 1er fahre ich nicht zur Classic. Gibt es wirklich da drin? Auf der A20, in dem Schalensitz da drin? Weil er wieder keine Klimaanlage hat, fährt er das Ding wieder nicht, ne? Ist klar. Ja, erzähl nochmal was zum Konzept. Also ich finde die Optik geil. Bevor du jetzt doch anfängst, muss ich doch nochmal sagen. Ich finde das wirklich, das gefällt mir richtig gut mit dem Silber, dass alles frisch auslackiert ist. Mhm. Ne? Jetzt ist er natürlich noch nicht komplett verkabelt. Ne, er läuft ja auch noch nicht. Ja, viel Kabel ist auch nicht. Ne, viel Kabel ist wirklich nicht. Ist ja alles mechanisch. Chris kann ja mal so ein bisschen rüberschwenken. Ja, ein paar Sensorik, ne, und sowas. Aber ansonsten hat er wirklich nicht viel Kabel. Also das, was er an Kabel braucht, ist wirklich nur noch das, was hier rauskommt. Das braucht er ein bisschen. Also auch nicht zu 100%, um zu laufen, sondern auch ein bisschen für mich auch, damit ich mal weiß, wie warm was ist, ne, das wollte ich dann doch nicht entziehen. Öldruck zum Beispiel. Und sowas bräuchte er ja theoretisch gar nicht. Und wird trotzdem laufen, ne? Und dann fährst du jetzt Wochenende zur Classic damit? Ja, auf jeden Fall. Ne? Sprit drin und los geht. Auf jeden Fall. Probefahrt, ne? Probefahrt zur XS? Ja. 300 Kilometer und nein, los. Selbstverständlich nicht. Aber ich denke mal nächstes Jahr. Zurzeit ist echt Zeitmangelware. Ich bin echt gespannt. Nein, wir werden ja wohl dieses Jahr nochmal eine Runde fahren. Ja, setz dich schon mal rein. Nein, das nächste Video, was kommt, ist von beiden fahren. Okay. Vom Tollensesee bei Sonnenuntergang. Von beiden meinst du von Jens seinem Zweier? Nee, noch, nee, mein Dreier. Von deinem Dreier und seinem Zweier? Dann im Schnee oder was? Nein. Ich bin gespannt. Jetzt mit deinem Zweier? Ja, da kommt noch ein Video drüber. Wir machen auch von meinem Zweier ein Update. Das kommt nicht heute, aber es kommt irgendwann.
Also wir drehen das Video jetzt demnächst schon, aber ich weiß noch nicht, wann wir das bringen, das Video. Ne? Wir sind ja so ein bisschen, wir planen ja gar nicht so richtig voraus. Wir drehen einfach nacheinander weg und entscheiden dann spontan, wann welches Video kommt. Ne? Genau. Da kommt aber ein Update. Da ist aber wirklich unser Plan, das stimmt, dass das Auto nächstes Jahr zur XS fertig ist. Zur Classic, ja. Nächstes Jahr zur Classic soll der Zweier fertig sein. Also ich habe gesehen, dass er schon wieder auf der Bühne steht. Oh. Oh. Ja, soweit ist es schon. Müsst ihr euch aber dann das Video angucken, dann erzählen wir da mehr dazu. Ja, genau. Ja, wollen wir jetzt einmal was zu den Rädern sagen? Jo, auf jeden Fall. Gucken wir uns nochmal an. Willst du das erzählen? Nee, ich möchte, dass du das erzählst, aber ich stelle mich gerne daneben. So? Ja. Ich habe noch gar nicht gezeigt. Chris kann ja mal ein bisschen tiefer kommen. Und zwar haben wir ja schon ein Video gemacht übers Brushen. Ganz genau. Und das sind die Räder. Das sind BBS RM012. Genau. Normalerweise 15 Zoll, zweiteilig, das heißt Stern und Röhre sind ein Teil mit Außenbett. Hat Matze, müsst ihr mal in das Video reinklicken, da erklärt er das ein bisschen genauer, wie wir das gemacht haben. Umgebaut auf dreiteilig mit einem 16 Zoll Bett. Also insgesamt hat die Felge 7,25 Zoll. Genau, Breite. 7,25, 4x100 wegen RM. Unseren Renninger Motorsportzentralverschluss. Dann haben wir auch umgebaut auf diese, wie sagt man, sieht so Motorsport-Mutter, würde ich jetzt dazu sagen. Kein Oldschool-Sechskant, sondern sollte ein bisschen, soll ja trotzdem Oldschool aussehen. Ne? Deswegen haben wir auch die matt-schwarzen Schrauben reingemacht, genau. Die dunklen Embleme. Der Stern wurde quasi erst hochglanzverdichtet, deswegen glänzt der von hier drinnen noch komplett. Ja, warte. Musst du nochmal dichter kommen. Deswegen glänzt der hier drinnen und hier in den Waben quasi. Und dann wurde er frontgebrushed. Oder gebürstet. Mhm. Da haben wir ein Video zugemacht. Genau. Schwarze Schrauben drin. Wir haben noch zwei verschiedene Embleme. Das ist ein Original-Emblem noch von früher. Das gibt es auch nicht mehr in Schwarz-Silber. Schwarz-Chrom, ja. Ne? Schade eigentlich, ne? Aber ich finde, es ist das Hübscheste von all denen. Schwarz-Gold wird natürlich auch cool aussehen, aber ich finde immer noch Chrom, wahrscheinlich, weil man es nicht so oft sieht. Ja. Ja. Hinten ist ein Emblem drin. Das gibt es so eigentlich nicht. Und zwar ist das mit einem 3D-Drucker gedruckt. Die gibt es auch nicht zu kaufen, braucht ihr uns auch nicht anschreiben, die gibt es auch nicht bei uns zu kaufen. Das war einfach nur mal so eine Spaßgeschichte, so ein Ding mal zu machen. Hatte Tobi den nicht auch drin? Genau. Ja, du darfst jetzt nicht sagen, dass es da doch zwei von gibt. Nee. Das ist also wenn BBS das jetzt sieht, ihr braucht mir nicht böse anschreiben, hier Replikaproduktion oder weiß ich was, ist eher ein Spaß für uns gewesen. Also die gibt es nicht zu kaufen, die Dinger. Brauche keine anschreiben, ob wir die, egal für welche Summe, die gibt es nicht zu kaufen. Ich fand die Optik aber geil. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euch besser gefällt. Ja. Das 3D-gedruckte, ich finde das halt cool vom Style. Oder das Originale. Wobei, es sind beide cool. Ne? Ja, bei mir ist so, ich habe es mir im Kopf mega cool vorgestellt. Und als ich es da angebaut habe, dachte ich so, ich weiß nicht. Vielleicht muss man sich das wie so ein Golf 8 einfach ein bisschen schön gucken. Das Emblem. Ja. Zum Passen zur Felge. Ist mal was anderes, ne? Ja. Ich finde das schon ganz nice. Du hast noch mal, wolltest noch mal hier auf deinen, dass du den Spiegel das, entfernt das wolltest du. Drauf hinweisen. Den haben wir natürlich entfernt und eine originale Abdeckung drauf gemacht, ne? Hat Matze erstmal tief ins Portemonnaie gegriffen und den einzigen überteuersten Stöpsel gekauft, den es da gab. Habe das damals so? Ein bisschen geweint. Von Zweier weiß ich gerade gar nicht. Also vom Einzel. Das ist vom Einzel, glaube ich. Aber das ist die gleiche Aufnahme, ne? Da wird es bestimmt irgendeinen geben, der das Video guckt, der wieder sagt, nein, das gab es so und so. Also schreib das einfach mal drunter. Genau, sag wie du bist. Bleib wie du bist. Schreib es drunter. Genau. Aber mal ganz ehrlich, ne, findest du das gut, wenn der Spiegel weg ist? Ja. Ich finde, wenn man von vorne Bilder macht, sieht das Ding gleich schön aus. Okay. Hast du auf beiden Seiten keinen Spiegel mehr? Nee, auf beiden darfst du ja nicht. Nee. Wir wollen ja erlaubt bleiben mit dem Auto, ne? Ach so, aha. TÜV ist, also, und alles ist ja mein Freund. Wir zeigen mal ein bisschen Innenausstattung nochmal. Ja. Ich liebe halt die braunen Velursitze, ne? Das ist wirklich schick. Ja. Jetzt baust du die Mittelkonsole, baust du noch ein? Die war die drin? Nein. Die hast du jetzt auch nochmal nachgerüstet, ne? Genau, das ist eine hängende Mittelkonsole, die dann nachher reinkommt. Bei den Türpappen hatten wir gerade das Gespräch, ne? Dass Chris sagt, die gefallen ihm nicht ganz so. Genau. Waren aber gegen Aufpreis, gab es die für das Auto so, ne? Ich habe den damals auch so gekauft. Das Einzige, was war, der Vorbesitzer oder die Vorbesitzer, da war eine blaue Innenausstattung drin, weil die damals die Velour-Sitze schon komplett durchgesessen haben und haben einfach eine blaue eingebaut. Und ich habe dann mühselig über Jahre hinweg auf eBay Kleinanzeigen erst einen Sitz, dann den anderen Sitz. Dann habe ich irgendwann mal eine Rücksitzbank drin für 200 Euro. Und ich kaufe doch keine Golf 2 Rücksitzbank für 200 Euro. Dann habe ich aber überlegt, ach, die wären auch nicht günstiger. Ne? Und in 3, 4 Jahren und 5 Jahren
Ja. Die Velour-Sitze wären günstiger? Nee, aber doch, du hast sie gekauft. Ja, dann habe ich sie gekauft. Und es waren auch eine gute, also vom Zustand her eine gute. Ne? Ja. Für mich optisch mit einer der geilsten Innenausstattungen, finde ich, beim Zweier. Was, ja. was meint die Community? Ihr könnt es ja auch, schreibt mal drunter. Oh, das können wir gleich überstimmen, sagen wir ja. Ich mag die andere Braune auch echt gerne, diese Stoff. Nee, die finde ich gar nicht geil. Oh, ich finde die ist auch dieser derbe Stoff da? Ja, genau. Nee. Doch, ich mag die auch. Aber die bleibt natürlich drin. Ja, dann nehme ich die zurück und du kaufst hier. Leben nicht. Ich habe schon, da sind schon Leute in der Spur geschickt. Ich besorge den Stoff gerade, weil wir noch ein paar Sportsitze hier reinmachen wollen, die wir natürlich nur in dem gleichen Velour beziehen lassen wollen. Mhm. Deswegen bleibt das auf jeden Fall drin. Mhm. Also die gefällt mir auch natürlich. Ja. Die andere, die finde ich auch echt schön. Dann Thema Reifen. Da soll ja nicht so ein 165er Wurstpelle soll da drauf, weil da ist ja auch ein schöner Motor drin, da will man ja auch mal ein bisschen schneller mitfahren. Genau. Plan aktuell wäre, wir wollen mal testen 195, 40, 16. Genau. Ne? Genau. Auch nicht von irgendeinem China-Knaller oder so, sondern wirklich mal gucken. Da bist du, ja genau, ja, ja. Das sind ja deine Felgen, ne? Ne? Ja. Ja, genau. Ja, also ich würde Toyo, ne? Toyo ist ja nicht China, sondern Japan, aber die Reifen sind ganz geil. Ist ja Markenhersteller. Ne? Hankook finde ich zum Beispiel auf dem 124er, den Stretch, übelst geil, weil er übelst flach wirkt. Mhm. Ne? Müssen wir mal gucken, irgendwie was in die Richtung, damit man auch mal ein bisschen mal reintreten kann bei den 55 PS. Es sind ja ein, zwei mehr. Machst du eigentlich nachher, jetzt mal ohne Scheiß, wenn das Ding nachher läuft, perfekt, machst du mal Prüfstand damit? Ja, selbstverständlich. Wir machen auf jeden Fall, Jens weiß noch nichts davon, aber wir nehmen das Ding auf jeden Fall auf den Trailer und fahren mal zu den Bielers, würde ich sagen. Ach so, ja, können wir wirklich. Das ist auf jeden Fall mein Ziel mit dem Auto. Vielleicht nächstes Jahr schon. Müssen wir die Bielers mal nerven, dass die, vielleicht können die ja nochmal an drei Schrauben drehen oder so, dass da nochmal was rausgekitzelt wird. Ich denke auf jeden Fall. 57 PS. Da wird so ein Schraubendreher gehen und dann gehen dann 10 PS mehr, würde ich sagen. Geil. Ja. Nee, auf jeden Fall. Wir haben ja die Tage mein Zweier nochmal, hatten wir eben schon das Thema reingeguckt und da hat Matze mich nochmal genervt wegen dem Motor und baut auch da auch so was rein. Und wenn ich das jetzt schon wieder sehe, bin ich da doch schon so ein bisschen angefixt, aber es hat ja noch Zeit. Naja, wir gucken mal. Was ist denn jetzt so dein Plan zu dem Auto? Sag den Jungs und dem einen Mädel, was dazu guckt, sag denen das mal. Also bestimmt drei. Es sind bestimmt mehr. Bestimmt ja. Na, Anne guckt ja auf jeden Couch Fall schon. Immer noch einen Mädel. So, deine Freundin wird bestimmt gucken? Ja. Ja, was ist für ein Plan? Plan ist eigentlich, dieses Jahr das Auto erstmal nochmal fertig zu machen, ne? Ja, das heißt fertig, aber er soll fahren oder soll sich drehen. Felgen natürlich dann rauf, auch ohne Bretter. Und Innenraum komplettieren. Meinst du, das fährt nicht gut so mit Bretter? Weiß ich nicht. Und auf Schienen wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? Bei RWN sind ja noch ein paar Schienen. Können wir vielleicht fahren. Nee, aber so, dass das Auto auf jeden Fall fährt. Hm. Front mal wieder reinmachen. Aber eine deutsche Straße sieht dies ja, weiß ich noch nicht. Hm. War eigentlich anfänglich der Plan, ne? Aber wie immer so ist. Also im Inneren, möchte man manchmal schon noch vielleicht einen anderen Lack. Hm. Nevada Beige zum Beispiel. Heißt Nevada Beige, ja, ne? Ah, das finde ich schon ganz schön. Das wäre auch echt schick. Sieht man auch nicht so viele Fahrzeuge, muss ich sagen. Wäre auch aus dem Baujahr. Aber momentan ist es einfach nicht der Plan. Einfach so lassen, das Auto sieht echt hübsch aus. Wie gesagt, es ist alles versiegelt, was leichten Flugrost hatte. Und so finde ich es auch echt hübsch. Also es stört mich auch überhaupt nicht, wenn ich an der Delle vorbeigehe bei dem Auto oder sowas. Das ja. Also ich muss sagen, ich habe es auch bereut, dass wir meinen umlackiert haben. Von Rot auf Grün. Und Jungs, den größten Fehler, den man machen kann, ist, lackiert euer Auto um, stellt ihn dann erstmal weg und guckt euch das Auto 5-6 Jahre nicht an. Ist das aber gut. Ich glaube, dann ist der Lack schön ausgegast, dann kann man anfangen, richtig geil zu polieren, das Auto. Aber wir haben ihn ja grün gemacht, da hat ja noch gar keiner an grün gedacht. Da war der ja schon grün. Erst recht nicht an so einen Ralton, der ja momentan und ähnlich auch bei Audis gerade lackiert wird. Ne? Das ist kein Ral, ein Porsche-Lack ist das, aber ich weiß die Nummer jetzt nicht. Das Grün, was da drauf ist, haben wir damals bei Porsche rausgesucht. Auf jeden Fall, also damals, als er, da habe ich gedacht, nein. Du hast es gehasst. Ja, ich sag, was, Jens, was soll das? Und du hast dich damals, glaube ich, in Tokio in die Farbe verliebt, ne, bei dem Porsche? Ja, ein RWB war in der Farbe lackiert. In dem bist du auch mitgefahren, oder? Nee, in dem bin ich nicht mitgefahren. Ja. Aber der ist auch nicht aus Japan, der RWB, der ist aus den USA. Aha. Aber ich fand die Farbe übelst geil und konnte es mir auf den Zweier sehr gut vorstellen. Oh, und ich gar nicht. Ey, und was denn zwei Jahre später sich immer mehr Leute vorstellen konnten. Ja, ja. Ne? Ja. Aber wir lackieren ihn. Also ich glaube schon, dass ich meinen irgendwann mal wieder rot lackiere, aber erstmal wird er in grün zusammengebaut und wird auch ein paar Jahre grün bleiben. Aber das Rot, das schlummert so in mir, das tut mir echt leid, dass wir den da umlackiert haben. Also ich glaube, der wird ein paar Jahrzehnte grün bleiben. Ja, ja. Oh ja. Und, ja. Ja, du kannst ja meinen angucken. Aber der ist nicht Tornado-rot. Nee, ist Marsrot. Ja. Tornado braucht auch keiner.
Flashrot ist halt echt der Rot. Nee, er wieder hier, der Golf 3. Der Jungspund. Ja, wenn ihr Fragen zu dem Auto habt, dann könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Matze wird einfach dazu gezwungen, alles zu beantworten. Ja, kriegen wir hin. Ja, und dann würde ich sagen, war es das jetzt erstmal von dem aktuellen Update zu dem Auto. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Abo da und einen Kommentar. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schönen Sonntag. Ciao. Passend mit der Tür da gerade, ja, ne? Genau, da geht schon der erste los. Ja.